Ich wäre unglaublich gern Bachelor, aber ich darf nicht. Ich kann es gut Deutsch. Das ist hart. Aber ich verstehe, dass die alle zum Bachelor wollen. Die wollen Fernsehpromis werden. Wieso? Als Fernsehpromi hast du extreme Privilegien. Ich merke es jetzt da, zum Beispiel, ich darf 7 Tage in Arosa sein, in einem 5-Sterne-Hotel, und alles ist bezahlt von Arosa Tourismus. So geil! Und sie haben mir auch gesagt, du musst vielleicht nicht gerade allen sagen, in welchem Hotel du bist, musst vielleicht den Namen nicht sagen, darum mache ich das jetzt nicht. Ich sage nur so viel, es reimt sich auf, du musst verdammt viel ducken. Und einen richtig geilen Wellnessbereich, wirklich. Ein Traum. Wobei auch ein bisschen traumatisierend. Ja, ich war heute Nachmittag dort. Da bin ich mit der Badhose dort in die Sauna rein und dann sitzt dort so eine 70-jährige Deutsche nackt. Und von der Art, wie sie mit mir geredet hat, würde ich sagen, ihr Großvater hat vermutlich in Deutschland mal einen Krieg angezettelt. Wie sie schaut mich an und sagt, sie haben sich hier auszuziehen! Ganz adäquat reagiert und gesagt, was zahlst du? Worauf sie wieder sagt, ich glaube nicht, dass jemand bezahlen würde, um sie zu sehen. Dann habe ich gesagt, doch, heute habe ich knapp 1000 Leute an. Und da habe ich sogar noch Kleider an. Ja. Aber das verstehe ich schon, die Leute wollen berühmt werden. Und wenn man berühmt werden will, dann geht man natürlich in Castingshows, oder? Es gibt ja x Castingshows, solche, die man seit Jahren absetzen müsste, wie zum Beispiel Deutschland sucht den Superstar, DSDS, kennen Sie, oder? Das ist die Castingsendung mit 10 deutschen Sängern, die am Schluss einen Schweizer gönnt. Oder Switzerland's Next Topmodel, haben Sie vielleicht auch geschaut, ja? Ich sage dem Game of Bones. The Hunger Games. Also, aber hey, die Mädchen sind Stars, gell? Die kommen noch auf Plakat, all diese super dünnen Models, oder? Heute Morgen da mit dem Hund draußen gesitzt, Arosa, von so einem Modeplakat, fangen sie an, bellen, denke ich, was spinnt sie jetzt wieder? Bis ich gemerkt habe, die kommt Hunger über, wenn sie all die Knöchel sieht. Das ist furchtbar, oder? Oder Auswanderersendungen. Liebt ihr auch Auswanderersendungen so fest? Ich liebe es, oder? Goodbye Deutschland und auf und davon, wo eine deutsche Familie ohne nur ein Wort Spanisch können. Zieht sie in ein Bergdorf auf Mallorca und eröffnet ein Solarium. Auf einer Insel, die 300 Sonnentage im Jahr hat. 3 Monate und 2 Kunden später sind sie pleite. Das hat keiner gesehen, ja? Aber das ist ja das Geile am deutschen Fernsehen, die haben wie eine eigene Wiederverwertungskette geschaffen. Die sind jetzt zwar pleite, aber prominent, das heisst, sie können ins Dschungelcamp, ja? Wenn es noch einigermaßen aussehen, können sie als Quotennackte gehen, ja? Eine pro Staffel im Dschungelcamp ist ja immer nackt. Ich glaube, ich habe die Brüste von der Michaela Schäfer öfter gesehen als die von meiner Freundin. Ihr könnt schon lachen, für mich ist es nicht so geil, ja? Aber und uns beim SRF, uns fehlen ja so ein bisschen die Trash-TV-Formate. Wir haben bis jetzt 1 Trash-TV-Format gehabt, neben dem Aschbacher. Mini-Bites, Dini-Bites. Mini-Bites, Dini-Bites. 4 Leute, die keine Ahnung haben von Essen, sitzen an einem Tisch und motzen über den Food, was sie nicht mal selber gekocht haben. Ja? Und dann haben wir das endlich überlebt und hat sich die Chefsleiter überlegt, was könnten wir jetzt machen? Ah, nach Mini-Bites, Dini-Bites, jetzt machen wir Mini-Schweiz, Dini-Schweiz. Ja? 4 Deppen stellen das Dorf vor, wo kein Mensch will drin leben. Aber das Mies-Dies ist ein super geworden. Ich meine, wenn das so weitergeht, wahrscheinlich Donnerstagjahrs, nächsten Sommer heißen wir dann Mini-Karte, Dini-Karte. Ja? Der eine gegen 100 heisst Mini-Frage, Dini-Frage. Ich weiss es nicht. Oder? Auf jeden Fall, ich fand, man hätte etwas Innovatives machen können. Weißt du, etwas, was die Leute wirklich gern geschaut hätten, wie zum Beispiel Meine Frau, deine Frau. Live aus dem Swingerclub in Egerkingen. Moderiert vom Sven Epine. Ah ja, der ist neutral, oder? Also, er ist nicht mehr wie fair. Ist nicht mehr wie fair. Oder hättest du etwas können machen für unsere Mitbürger mit Migrationshintergrund? Meine Mutter, nein, deine Mutter. Oder etwas fürs Wallis, meine Mutter, meine Schwester. Ich mache den Gag normalerweise mit dem Graubünden, aber heute habe ich nicht getraut. Oder du weißt, wenn du es erfolgreich machst, kannst du das Zeug sogar ins Ausland verkaufen, irgendwie auf Österreich, mein Keller, dein Keller.
Ja, meine Damen und Herren, und das ist die einzige Comedy-Nummer, die in dieser Sendung heute aufhört, wenn die Stimmung wortwörtlich im Keller ist. Danke vielmals. Schönen Abend.